Kneipe. Ist es eine tolle Kneipe hier? Ja, ist es, genau. Jeder kann rauchen, die ist toll. Die gute alte Zeit. Ich habe bisher geraucht mit Kneipen, die vor ein paar Wochen. Gera, kennt jemand Gera? Gera. Gera? Die starten wir nicht. Ja, ja. Gera. Da war ich in Gera. Gera. Ich habe einen Tipp in die Kneipe rein mit einem Hund, der deutsche Dogge, 125 Kilo. Und der Wirt sagte, oh, tut mir leid, der Hund müsste reisen. Dann ist er wie Platz weg, die Leute haben Angst. Kein Problem. Hund nach außen gebracht, der nur angekettet. Besitzer des Hundes trinkt seinen Whisky weiter. Apropos Whisky. Dann habe ich schon eine Späte gekommen, ein ganz schneller kleiner Kerl rein. Der sagte, wen gehört der Hund draußen, der Dogge? Ich sagte, mir, warum? Der ist tot. Was meinst du? Tot. Ja, mein Hund hat ihn umgebracht. Dein Hund hat den Dogge umgebracht? Was für ein Hund bist du? Mexikanische Chihuahua. Hat mein Dogge umgebracht? Ja. Wie? Ist im Hals stecken geblieben. Das ist Blues. Yeah. In den 50er Jahren gab es in Amerika das sogenannte McCarthy-Regime, das ist Senator McCarthy ganz rechts, radikal kann man sagen. Und alles, was links war, in der Welt von Kunst, Malerei auch, ja, Poetry, Literatur, alles war irgendwo, ne, treated very badly. Und eine Reihe von Poeten hat sich gegen diese Bewegung gewehrt. Das war die sogenannte Beat-Generation, das war Jack Kerouac, Lawrence Ferlinghetti, Burroughs, wer war sonst dabei? Einige. Ginsberg natürlich, sein Geheul. Damals habe ich angefangen, Gitarre zu spielen. Und die Literatur hat mich so inspiriert, dass ich mein schlechtestes Lied geschrieben habe. Es geht so. Ein Song für Jack Kerouac. On the of your list.
this baby. Me want you die. Ever said I was sorry. Ever said I were wrong. Said I was sorry, baby. See it. And my soul.